Hallo zusammen. Heute gucken wir uns den Genitiv an. Das ist der vierte Fall, den es im Deutschen gibt. Und keine Sorge, hiernach kommen keine Fälle mehr. Also wir haben nur Nominativ, Dativ, Akkusativ und jetzt noch den Genitiv. Den Genitiv benutzen wir meistens, wenn es um Besitz und Zugehörigkeit geht. Besitz habe ich hier zum Beispiel das Auto. Das Auto, das gehört dem Peter. Und den Genitiv drücken Sie hier mit diesem S aus. Das heißt, dieses Auto ist der Besitz von Peter. Zugehörigkeit meint in etwa das Gleiche. Das könnte man hier unten mit diesem Satz sehen. Und zwar meine Frau, die gehört zu mir sozusagen. Aber das ist natürlich nicht mein Besitz, ne? Also die gehört zu mir, aber die gehört nicht mir. Also Besitz, das ist meistens irgendwie Autos, Geld, Gegenstände, sowas in der Richtung. Hier im zweiten Beispiel, da gehört zum Beispiel Giovanni das Restaurant. Also das ist das Restaurant von Giovanni. Sie sehen hier hinten beim Thomas, da ist noch ein Apostroph hinter diesem S. Das heißt einfach nur hier, also das benutzt man, wenn hier schon ein S steht. Also Sie sagen jetzt nicht, das ist Thomas, das Restaurant oder so, Frau. Also hier, wenn da schon ein S-Laut steht bei dem Wort, dann kommt da nur so ein Apostroph hin. Ich habe Ihnen hier mal diese Sätze nochmal in Englisch hingeschrieben. Wenn Sie auch Englisch sprechen können, dann merken Sie schon, das ist relativ ähnlich wie das Englische. Nur im Englischen haben wir diesen Apostroph immer und dann kommt das S hier hinten dran. Und hier bei dem Thomas, da gibt es auch zweimal das S. Also im Englischen ist das okay, im Deutschen benutzt man das eigentlich nicht. Ein Wort noch zu diesem Apostroph hier. Wenn Sie durch Deutschland laufen, kann es sein, dass Sie öfters an Schildern dran vorbeilaufen, sowas wie, keine Ahnung, Markus Papp oder ja, eben hier Giovannis Restaurant und dass es dann hier mit Apostroph geschrieben ist. Das ist eigentlich falsch, trotzdem benutzen das viele Leute, das kommt aus dem Englischen rein. Normalerweise ist das hier richtig, aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich durch das Englische so ein bisschen beeinflusst und deswegen benutzen das viele auch. Sie haben jetzt sicher gedacht, auch Genitiv, das ist ja ganz einfach, einfach nur hinten ein S dranhängen und ich bin fertig. So einfach ist es natürlich nicht. Das war gerade eben eine Möglichkeit, um den Genitiv anzuzeigen. Wir kommen jetzt zu der nächsten Möglichkeit und dafür habe ich Ihnen hier zwei Beispielsätze hingeschrieben. Dieser Teil hier hinten, diese kleine Tabelle, die finden Sie auch auf Ihrem Handout. Achtung, ich habe hier die Artikel vertauscht. Ich habe nicht der, die, das geschrieben, sondern der, das und dann die. Das liegt daran, dass der und das, also die Artikel, die im Nominativ der und das sind, sind im Genitiv gleich. Sie haben hier beides mal, also zweimal des stehen, bei hier zum Beispiel des Mannes und hier des Kindes. Also es wäre ja im Nominativ der Mann und das Kind. Was hier hinten dran steht, plus es oder s, das ist das hier. Das heißt, Sie haben hier an das Nomen, zum Beispiel der Mann, da schreiben Sie im Genitiv dann oft noch ein s oder ein, also ein es oder ein normales s dran. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass in Ihren Büchern irgendetwas steht von, wenn das Nomen einsilbig ist, zum Beispiel Mann. Also man könnte auch einfacher sagen, wenn es ein kurzes Nomen ist, dann schreibt man es hinten dran und bei längeren Wörtern, also Wörter mit mehreren Silben, nur ein s. Das kann man so sehen. Hier gibt es allerdings sehr oft zwei Möglichkeiten. Also ich habe am Anfang hier auch des Kindes hingeschrieben und hier des Manns. Ich kann auch nur ein S schreiben. Also hier, das geht beides. Sie können auch hier das E weglassen oder hier noch ein E hinschreiben. Das ist egal. Dieses Mannes, also mit ES, das klingt manchmal vielleicht noch so ein bisschen formeller, vielleicht ein bisschen höher oder auch ein bisschen veraltet. Nochmal kurz zu dem Satzaufbau. Sie haben hier vorne die Tochter, das ist das Subjekt. Das steht im Nominativ, also ist deswegen grün. Und hier des Mannes,
Das heißt sozusagen, zu wem gehört denn diese Tochter? Also das ist dieses Zugehörigkeit sozusagen. Also das ist die Tochter von diesem Mann. Hier könnte jetzt auch irgendein Name stehen zum Beispiel. Hier unten ist es weniger Zugehörigkeit, sondern eher Besitz. Ich habe hier jetzt mal Spielzeug genommen. Das sind Dinge und die gehören hier dem Kind sozusagen. Trotzdem ist hier mit der und das, also der und das wird beides zu des. Ne, des kann ich natürlich sehr einfach erkennen. Also wenn Sie einen Satz lesen und des lesen, wissen Sie sofort, aha, dieser Teil hier steht im Genitiv und sehr häufig haben Sie ja noch Maskuline oder Neutronomen, die hier noch ein ES oder ein S hinten dran haben. Also hier ist der Genitiv noch recht leicht zu erkennen. Anders sieht es hier aus. Sie sehen, der Genitiv ist hier der Frau. Ist im Prinzip das gleiche wie hier oben in diesem Satz. Das ist dieser Sohn und der gehört sozusagen zu dieser Frau. Jetzt können Sie das hier allerdings nicht so einfach erkennen, weil wir hier kein S oder so etwas stehen haben, also keinen einfachen Hinweis sozusagen auf den Genitiv. Dieses der könnte natürlich auch Dativ sein, ne? Deswegen ist es hier ein bisschen schwieriger. Also ab hier müssen Sie dann schon verstehen, was der Genitiv wirklich ausdrücken will. Also dass hier der Sohn zu dieser Frau gehört. Dann habe ich hier noch ein Beispiel, damit wir mal einen Ausrufesatz haben. Das hier ist zum Beispiel so eine Beleidigung, ne? Also hier sind Sie sauer auf den Mann oder auf den Jungen und Sie sagen jetzt hier, du bist sozusagen der Sohn von einem Esel. Also du Idiot im Prinzip. Wie der Dativ und der Akkusativ hat auch der Genitiv ein paar Präpositionen, die sozusagen den Genitiv verlangen. Also das heißt, wenn Sie jetzt die Präposition, die gleich kommen, irgendwo lesen, dann wissen Sie, aha, jetzt muss noch ein Genitivobjekt dahinter kommen. Das heißt, hier zum Beispiel haben Sie die Präpositionen wegen, während und trotz. Und wenn Sie jetzt hier wegen lesen, muss hier nach ein Genitivobjekt kommen, hier zum Beispiel meiner Krankheit. Im Nominativ würde man einfach sagen meine Krankheit und hier dieses er, das ist, also kommt hier vom Genitiv, es ist ja die Krankheit und die Krankheit wird im Genitiv zu der Krankheit, also muss ich das er von der hier an das mein dran schreiben. Hier, das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Präpositionen. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar. Hier sehen Sie dann noch ein paar wichtige Präpositionen. Beim ersten Teil, aufgrund des schlechten Wetters fuhren keine Busse. Das ist sozusagen die Antwort auf die Frage. Also wenn ich Sie zum Beispiel frage, warum fuhren denn keine Busse, dann könnten Sie so antworten. Sie könnten es auch ein bisschen einfacher sagen. Sie könnten zum Beispiel weil benutzen. Sie sagen dann, es fuhren keine Busse, weil es geregnet hat oder weil das Wetter schlecht war oder so etwas. Also hier dieses Aufgrund ist vielleicht ein bisschen formeller oder höheres Deutsch. Das gleiche gilt für anlässlich. Hier haben Sie immer einen bestimmten Anlass. Also zum Beispiel, Sie haben Geburtstag oder Sie heiraten oder Ihr Kind wird eingeschult oder getauft oder sonst irgendetwas. Ein Jubiläum zum Beispiel kommt noch sehr oft. Und zu diesem Anlass laden Sie dann irgendjemandem ein. Sie könnten natürlich auch einfacher sagen, ich lade dich ein, weil ich Geburtstag habe oder so. Das ginge auch. Wie gesagt, das hier ist ein bisschen formeller, ein bisschen höher. Statt, das kennen Sie vielleicht, mit diesen Wörtern wie anstatt zu lernen, sehe ich den ganzen Tag fern zum Beispiel. Dann haben Sie unten noch die Präposition entlang. Auf Ihrem Handout habe ich auch noch innerhalb und außerhalb hingeschrieben. Bei diesen drei Wörtern geht es immer darum, um eine Ortsangabe sozusagen. Sie haben dann hier das Bezugswort oder einen Bezugspunkt. Hier ist es der Rhein. Auf Ihrem Handout ist es, glaube ich, ein Gebäude oder eine Stadt. Und Sie sagen dann zum Beispiel, innerhalb des Gebäudes ist Rauchen verboten oder
außerhalb der Stadt können Sie 100 km/h mit dem Auto fahren oder so etwas. Das heißt, Sie haben also immer einen Ort, der als Bezugspunkt gilt, und Sie sagen dann, ist es innerhalb dieser Stadt erlaubt, das zu tun, oder ist es außerhalb der Stadt erlaubt, dieses zu tun, zum Beispiel. Also hier bei diesen drei entlang, innerhalb, außerhalb zum Beispiel. Es gibt auch noch oberhalb und unterhalb und so weiter. Da geht es immer um eine Ortsangabe, wo irgendetwas passiert, wo irgendetwas erlaubt ist oder wo etwas verboten ist und so weiter. Wie auch bei den anderen Fällen gibt es auch beim Genitiv einige Verben. Das heißt, diese Verben, die Sie jetzt gleich sehen, die verlangen den Genitiv. Also verlangen ist vielleicht ein bisschen seltsam ausgedrückt, deswegen habe ich das hier in Anführungsstriche geschrieben. Das heißt, Sophie, wenn Sie diese Verben hier sehen, müssten Sie dann auch ein Genitivobjekt dahin schreiben. Ich habe mal ein bisschen geschaut, das sind wohl so alle Verben, die es mit Genitiv gibt. Gibt natürlich immer noch irgendeine Ausnahme, aber wenn Sie diese hier kennen, sind Sie auf der sicheren Seite. Das sind auch noch dazu relativ seltene Verben, zumindest einige von denen. Also hier, das ist oft ja so ein bisschen Rechtssprache, was hier jetzt hier geschrieben ist. Deswegen kann es auch sein, dass diese Verben in der Umgangssprache vielleicht ein bisschen anders verwendet werden. Also hier, Peter wird eines Verbrechens angeklagt. Das klingt jetzt schon relativ hoch und formell, weil es im Genitiv geschrieben ist. In der Umgangssprache geht das bestimmt auch ein bisschen anders. Da würde man vielleicht einfach sagen, Peter wird angeklagt, weil er geklaut hat oder irgendwie so etwas. Also da wird das ein bisschen anders gehandhabt. Der Genitiv hat ein großes Problem, und zwar wird er immer weiter vom Dativ verdrängt, zumindest in der normalen Umgangssprache, also wenn Deutsche untereinander reden. Das heißt, viele von denen wüssten eigentlich, dass sie jetzt sozusagen falsch reden. Sie müssten eigentlich an irgendeiner Stelle den Genitiv benutzen, verwenden aber stattdessen lieber den Dativ. Hierzu mal zwei Beispiele. Einmal der Mann aus dem kleinen Dorf arbeitet wegen dem Geld und der Professor arbeitet wegen des Geldes. Hier unten das ist eigentlich das richtige Hochdeutsch sozusagen. Sie haben die Präposition wegen und die verlangt ein Genitivobjekt. Hier oben haben wir auch wegen, aber hier steht es im Dativ. Das ist, wie gesagt, jetzt hier der Umgangssprache geschuldet, also es ist sozusagen eigentlich falsch, aber die Leute reden halt so normalerweise. Normalerweise habe ich gesagt, das kommt natürlich sehr auf die Region an, wo Sie in Deutschland wohnen. Es kann sein, dass Sie irgendwo in einer Region wohnen, wo die Leute den Dativ gar nicht benutzen, um den Genitiv auszudrücken. Es kann allerdings auch sein, dass Sie in einer Region wohnen, wo die Leute so gut wie gar nicht den Genitiv benutzen und stattdessen immer den Dativ benutzen. Sie hören an meiner Sprache, ich komme von einem kleinen Dorf, ich habe ziemlich viel Dialekt und oder beziehungsweise noch Akzent drin. Ich benutze sehr oft den Dativ, statt den Genitiv zu benutzen. Ich merke das natürlich, weil ich Deutschlehrer bin, aber mir ist das dann teilweise auch ein bisschen egal. Ich rede halt so, wie es bei mir in der Region normal ist, sozusagen. Wie die anderen Fälle auch, hat auch der Genitiv ein besonderes Fragewort, und zwar ist es im Genitiv das Wort wessen. Wessen fragt nach dem Besitz oder nach der Zugehörigkeit? Es könnte zum Beispiel so aussehen, wessen Handy liegt auf dem Tisch? Ich frage also sozusagen, wer ist der Besitzer von diesem Handy, was auf diesem Tisch liegt? Auch hier wird sehr oft der Genitiv verdrängt und wird dann sozusagen mit dem Dativ ausgedrückt. Dann haben Sie hier zum Beispiel das Verb gehören. Und in der Umgangssprache sagt man dann sehr oft, wem gehört das Handy auf dem Tisch? Meint in etwa das Gleiche, nur dass hier oben es mit Genitiv ausgedrückt wird und hier unten benutzt man sozusagen den Dativ, um das Gleiche auszudrücken. Ist auch in Ordnung hier, also gehört ist immer mit Dativ, das geht auch. Wie gehe ich jetzt mit dem Problem um? Benutze ich Genitiv oder benutze ich lieber Dativ?
Dazu ist hier meine Empfehlung, wenn Sie demnächst eine Deutschprüfung haben oder formelle Briefe schreiben müssen, zum Beispiel für Ihren Beruf, dann benutzen Sie am besten den Genitiv. Das ist, wie gesagt, immer noch das normale Hochdeutsch, auch wenn es vielleicht, sage ich jetzt einfach mal, in 100 oder 150 Jahren vielleicht nicht mehr so ist. Im Moment ist es noch so, dass es das, also dass das eigentlich das richtige Hochdeutsch sozusagen ist. In der Umgangssprache, also wenn Sie auf der Straße mit irgendjemandem reden, gucken Sie am besten oder hören Sie besser gesagt, was in Ihrer Region normal ist. Also ich kenne jetzt viele Regionen, wo der Dativ mehr benutzt wird. Und es kann sein, wenn Sie da den Genitiv immer benutzen, dass dann viele Leute irgendwie sagen, oh, guck mal hier, der Herr Professor, er benutzt den Genitiv oder hier sowas in der Richtung. Also, dass Sie so eine Art Klugscheißer sind oder so. Also, dass Sie sich vielleicht irgendwie für was Besseres halten. Also, hier gucken Sie ein bisschen, was in Ihrer Region so gesprochen wird, was da normal ist. Für die Lösung zu den Aufgaben habe ich diesmal wieder ein eigenes Video gemacht. Ich wollte nur ganz kurz noch etwas zu den Aufgaben sagen. Und zwar habe ich da in die Aufgaben einmal hingeschrieben, Sie sollen bitte auf die richtige Deklination achten. Deswegen wollte ich jetzt noch kurz sagen, was das denn überhaupt heißt. Bisher habe ich immer mal das Wort Konjugation verwendet oder das Verb konjugieren. Das heißt, dass sich irgendein Wort verändert in der Abhängigkeit von der Person. Das heißt, Sie haben zum Beispiel das Verb gehen und Sie müssen dann gucken, welche Person denn in diesem Satz auftaucht. Zum Beispiel ich, dann sage ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen und so weiter. Und wir müssen auf die Zeit achten. Also zum Beispiel in der Gegenwart sage ich gehe und im Präteritum ich ging gestern spazieren zum Beispiel. Jetzt kommt noch die Deklination hinzu. Hier achte ich jetzt nicht mehr auf die Person oder auf die Zeit, sondern auf Kasus und Anzahl. Singular, Plural, das heißt einfach nur Einzahl und Mehrzahl. Also ist es eine Person oder ein Tier, ein Auto zum Beispiel, oder sind es mehrere Personen? Kasus meint, wie gesagt, Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Sie sehen, ich habe hier das Verb verändern zweimal benutzt. Bei mir im Unterricht benutze ich Konjugation und Deklination meistens gar nicht. Ich sage dann einfach immer nur, Sie müssen das Wort oder das Verb noch verändern. Meint eigentlich das Gleiche, ist dann ein bisschen weniger kompliziert, weil Sie halt diese Fachwörter nicht haben. Das wollte ich jetzt noch gesagt haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Erfolg mit den Aufgaben. Wir sehen uns dann oder hören uns im Lösungsvideo. Bis dann.